Nach Protesten und heftiger Kritik von Umweltschützern an der Freigabe eines riesigen Naturschutzgebiets im Amazonas für den Betrieb von Bergbau rudert die brasilianische Regierung zurück, zumindest ein Stück weit. In der vergangenen Woche hatte Präsident Michel Temer ein Dekret veröffentlicht, das die Erschließung von Rohstoffreserven in dem 46.000 Quadratkilometer großen Naturschutzgebiet im Norden des Landes erlaubt. Dieser Text soll nach Angaben brasilianischer Medien nun in einer überarbeiteten Form veröffentlicht werden und der indigenen Bevölkerung und der einzigartigen Natur einen größeren Schutzstatus einräumen. Das Dekret hatte international für Entrüstung gesorgt. In dem Nationalpark werden große Gold- und Eisenvorräte sowie Kupfer und andere Erze vermutet.